Servus Leute, hier ist Olli von Nameless Guys LP und ich möchte mich jetzt erstmal bei euch ganz riesig dafür entschuldigen, was jetzt gleich kommt, denn ich habe, als ich ein bisschen mit meinen Audioeinstellungen und Mikroeinstellungen so für ein paar Spiele rumgetestet habe, hat mein Fraps doch auf einmal nicht mehr mein Headset-Mikro als Aufnahmemikro erkannt, sondern mein Standmikro, das ich normalerweise verwende, wenn jetzt noch eine zweite Person neben mir sitzt und ich mit der was aufnehmen möchte. Das hat jetzt den Nachteil, das Mikro stand jetzt in der Ecke, ungefähr 2 Meter neben mir. Und so habe ich jetzt leider die ganzen 20 Runden verrückt aufgenommen. Bedeutet, man wird mich nur im Vergleich zu den anderen extrem leise und extrem verrauscht hören. Das tut mir extrem leid. Ich würde es gerne ändern, es geht leider nicht. Wir können jetzt auch nicht nochmal aufnehmen. Nachdem wir sowieso nie Zeit haben, also fast nie Zeit haben zum Aufnehmen. Ihr seht ja, in was für unregelmäßigen Abständen das ganze Zeug kommt. Und wie gesagt, es tut mir extrem leid. Ich kann da jetzt nichts mehr dran ändern. Es wird mir auf jeden Fall nicht nochmal passieren, weil auf jeden Fall nicht in der nächsten Aufnahme. Ich versuche jetzt immer wirklich genauestens drauf zu achten, weil es war echt extrem behindert. Naja, wie gesagt, nochmal Entschuldigung, tut mir leid und ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß bei diesen 20 Runden auf verrückt und ja, ihr werdet auf jeden Fall bei Shinonuma dann bessere Audioqualität haben. Also wie gesagt, noch viel Spaß. Ciao. Oh, der war schlecht. Ich hab hier Gaffer. Dammit. Dachte, du wolltest einen übrig lassen. Ja, wollten wir. Aber ein bisschen Spannung aufbauen. Eben. Also meinem Zimmer ist auch echt kurz vorm Eskalieren. Was machen soll. Fenster aufmachen bringt auch nichts. Es bringt überhaupt nichts. Außer Mücken. Ja. Und einfach und vor allem, das ist halt wie, als wenn du im Sommer mit einer Heizung wärst, weil ja. Der PC, der ist schon... Naja, ihr habt doch nicht im Ernst den PC direkt neben euch stehen, oder? Ja gut, ich hab nicht so eine Ultra-Mega-Kühlung. Außerdem ist bei meinem PC so, wenn mir heiß ist, lehne ich mich über meinen PC, dann wird's kalt. Das sind die guten Lüfter bei meinem PC. Irgendjemand wurde angehittet, habe ich gesehen. Ich dachte, die kühlt doch nur das Innere vom ja, Max. Schön. Emo. Ja, wer? Hat sowohl Lüfter, die kalte Luft reinbringen, als auch Lüfter, die warme Luft raus. Olli, warum läufst du einfach rein? Weil sie zu uns überall. Und das laggt ein bisschen. Ja, bei Lars ist es nichts Neues. Selbst wenn er nicht hostet, ist seine Connection scheiße. Boah, mit Lars mal wieder in Nuketown spielen, Alter. Vielleicht schaffe ich es mal bis nach ganz los. Ja, aber das war kein Zombie. Schade. Stell es mir vor, im Zombie-Mode. Du bist der Schiffste irgendwo rum, keine Ahnung. YOLO. Im Zombie-Mode No-Clip. Yeah, na klar. Danach sollten wir echt mal einen übrig lassen. LOL. 4 Granaten, total unnötig. Oh, ja, das ist doch eine Verarschung. Die unnötigste Anschaffung, man hat echt gleich wieder keine Muni. Was? Shotgun. Ja, ich double check. Shotgun ist übel geil, Mann. Okay, jetzt langsam mal aufpassen. Wir haben Maximilian Fenster noch drin, aber. Hier kommt noch einer. Na, hier kommen noch zwei. Da kommen noch mehr. Ja, bei mir kommt noch ein Feed am Fenster. Jetzt war's das, glaube ich. Nein, noch einer. Bei mir, soll ich hab nur noch einen, soll ich den am Fenster halten? Und ich glaube eher, dass sie bei mir gleich durchkommen, Alter. Da stehen 8 Leute da an. Okay, da kommen noch welche, also. Boah, mit Speed ist es so geil, einfach kurz 2 Schuss raus, 2 wieder rein. Ja, ich hätte aber trotzdem gerne. Okay, das ist der letzte, den du hast. Gut. Muss boxen. Nee, ich hab hier noch einen am Fenster. Ja, den meine ich ja. Das ist der letzte. Soll ich den durchbrechen und jetzt lassen, oder? Nein, das nee, nein, halt ihn da mal. Ja, ich meine, muss auch boxen. Du bist jetzt ja, unser Bimbo. Leute, als erstes, bevor ihr boxen geht, alle kaufen sich hier Bouncing Betties. Hier. Das Bouncing Betties. Ja. Hab ich noch nie auf dieser Map gebraucht. Die sind, wenn du campst, das Wichtigste, was du haben kannst. Die stellst du einfach in die hinterste Ecke und dann ziehst du dich, wenn sie durchbrechen, in die hinterste Ecke zurück. Und wenn sie auf dich zulaufen, gehen einfach 10 Betties auf einmal los. Wo war die Box nochmal? Da, wo du gerade die Betties gekauft hast. Hey, Olli, komm mal her. Ich stehe in einem Punkt, wo mich der Zombie nicht angreifen kann, wow, aber ich trotzdem reparieren kann. Ach, willst du mich verarschen?
Voll lustig. Ich muss nur öffnen. Kommt die nicht jetzt erst der nächste Runde wieder? Nee, die kommt nein. Ich wette, das ist da irgendwo unten, knapp vor Speedcrawler. Unten schau, bei schau mal hinter bei Andi. Andi ist eh schon da. Ja, Jugger. Frage, wo ist Jugger? Mann, Double Tap war echt unnötig. Ich auch haben will. Geh weg. Du hast eine Galim? Ja, ich krieg was Besseres. Nö. Zombie sieht leicht angepisst aus, weil ich ihn die ganze Zeit troll. Okay. Er abgehakt. Ich F-Spam Battle. Yes. Will jetzt hier mal langsam jemand übernehmen? Nein. Nehmen Sie. Warum nicht? Wunderwaffe. Es ist nicht meine, er. Dachte schon. Nein, und ich habe die falsche weggelegt, egal, ich kaufe mir die Shotgun nochmal, ich habe noch 3000, wenn wir, 9000. Wenn, also Maximilian, wenn wir irgendwie Probleme haben und ein nicht. Fetter Train da ist, holz einfach alles, was geht, mit der in den Train rein. Der friert. Mag die trotzdem Boden. Nicht. Egal. Ups, ja, war nicht so geplant. Ich stehe. Noch 8000 Punkte und ich will... Mit der Kommando! Ach komm. Also ich muss sagen, mein Job ist sehr anspruchsvoll. Eigentlich bereit. Und ihr? Ja, ich will auch noch boxen. Du brauchst keine Waffe. Ja, dann. Die anderen bereit sind, dann gehen wir hoch. Hab ich da was gehört von? Nee, also töten Zombie jetzt. Ja, also du kannst boxen gehen, ich hab ihn. Schade. Wie gut. Stirbt der Zombie automatisch, wenn ich ihn einfliehe? So ausfahren. Wenn ich den Zombie jetzt, einfliehe, stirbt der dann? Ja. Oh Gott, er ist tot. Schade. Hatte die doch wie? Also wo ist denn die Box? Hey, wo ist die Box? Wo ist die Box? Aua! Der hat mir eine Schelle gegeben. Ich geb dir auch kleine Schelle zurück. Oh, ich hätte ihn fast erledigt. Python? Ja. Ich box nochmal, ob ich Affen krieg oder so. Ich weiß schon, wo die sind. Oben. Oder? Oben. Ja, da. Ja, aber Bouncing Betties sind halt eher dazu okay. Da, dass man so. Sich irgendwo... Wir stellen jetzt alle unsere Bouncing Betties hier in so einem Halbkreis ungefähr hier so in die hinterste Ecke, okay? Aber dann gehen wir ja selber da. Nein, die down dich nicht. Einem Halbkreis. Ja, dass wir uns halt, also vielleicht ein bisschen größerer Halbkreis, dass wir alle ungefähr in die Ecke passen. Oh, welche Taste ist bei mir? Kann ich die nochmal aufheben? Das steht ja rechts, da steht ja rechts in dem Kreis. Stimmt. Achtung, der... Leute. Das war jetzt... Ernsthaft jetzt. Boah, ja, ich nice. Hab meine beiden sind weg. Ja, alle ja, sind weg. Ja, du kriegst jetzt neue. Ey, das ist jetzt aber richtig. Jetzt neue, sofort am Anfang der Runde die neuen Betsys setzen. Ja, aber die werden dann durchlaufen da. Leute! Deswegen sollen wir sie hier vorne halten. Und nur äußerst Notfall, wenn sie durch sind, springen wir einfach alle in die Ecke da runter. Aber vielleicht sollten wir uns zwei so Rettungsräume machen. Mein Neverwinter habe ich dazu. Mein Winterholz. Wir machen einfach die komplette Reihe vor dieser hinteren Tür machen wir als Rettungsraum. Okay. Und Leute kommen vielleicht. Na egal. Maximilian, wenn du Probleme hast, sag Bescheid. Jo, danke schön. Notfall laufe ich ins Eck und schieß mit Winterheulen. Das ist zwar die eine der langweiligeren Wunderwaffen, aber ist nicht schlecht. Ich find's nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Hat mir schon ein paar Mal, als sie der Olli hatte. Ich? Ja, und du hattest sie mal. Du hast mir damit den Arsch gerettet. Nuke. Wow, ich hab jetzt schon gleich wieder keine Muni in der Kommando. Das kotzt mich so an mit dem Double Tap 1 da. Gott. Ich find's trotzdem cool, dass wir jetzt mal wieder zum Aufnehmen gekommen sind. Collateral. Und keine Muni mehr. Insta. Also erstmal wieder Shotgun kaufen. Wenn ich mir jetzt die Shotgun kaufe und jetzt Max Ammo kommt, dann die einfach instant rein. Cool am Fenster, man kann einfach. Mit Insta wird man mutig. Ja, stimmt, aber wir werden nicht übermütig. Das Coole ist mit Insta, wenn du irgendwo festhängst, kannst du eigentlich im Normalfall einfach mit der Waffe gedrückt halten und im Kreis gehen. Ja. Naja, kommt doch dran, wenn du es jetzt mit der, keine Ahnung, Wunderwaffe machst, dann nicht. Mach, das mach hier Multiplayer Hardcore frei für alle einfach.
Ja, einfach Waffe in Anschlag im Kreis drehen. Ja, gleich ja, am Anfang beim Spawn, Alter, oder? Mit dem LMG einfach mal im Kreis drehen. Irgendeiner spawnt in MW3 immer neben Alter, mir. Alter, Maximilian, geh doch und hinter. Ich hasse MW3, hab ich schon mal gesagt. Helf mal denen. Du willst bloß, dass ich den Zombies nicht stehle, du Sack. Natürlich. Was wollen wir auf der Map mit dem Geld? Ich? So. Hab ich schon lange weggelegt. Ja, ich switch die Waffen jetzt einfach durch mit 11.000 Punkten. Bräuchte dann mal wieder ein Max oder so. Könnt auch eins gebrauchen. Kann auch so spielen, wenn es ist. Kauf dir auch lieber den Shotgun, als dass du die Raygun leer machst, aber halt die Raygun. Ja, ja, ist schon klar. Nee, ich verkauf die jetzt. Oh, ja, eigentlich ist Winterheul und Raygun bester Kombo. Alter, wie viele? Ich hab gar keine Betties. Ja, die kommen, wenn die 100 anfängt. Und zwar jetzt. So, einfach jetzt, wir können ja mal hier einfach eine Linie zu machen. Dass wir hier so einfach dahinter kommen. Alter Junge, wenn das hochgeht, das wird cool, Mann. Also wenn die hochgeht, dann wird's lustig. Wir müssen die nicht hochgehen lassen. Ja, spätestens wenn wir sie nie brauchen und der läuft doch ganz gut. Sind. Ja, ah, ups, Andi, ich hab dir gerade eine Granate auf den Kopf gebracht. Hab ich gemerkt. Sorry. Also ich hoffe, die wird sich noch nicht entscheiden, weil ich weiß nicht. Wer ist dann? Nein, dann bauen wir uns alles selber, oder? Nein, die. Das wäre natürlich extrem peinlich. Nein, Bettys lassen dich nicht down. Die lassen dich nur so komisch erschüttern, weißt schon, dass du nichts mehr siehst, T-Rex. Denke ich zumindest. Nein, ja. Ja, ich will auch MP40. Wow, angehittet. Lars, hilf mir. Dankeschön. Wir werden schon wieder so still, das ist nicht gut. Ja, meine Muni. Achtung! Ihr sagt mir, wenn ihr euer Winterholm lauft. Wenn du einen Achtung schrei, so kurz vom Down geht, ist glaube ich ein Zeichen. Wenn ihr auch Achtung geht, mal ein bisschen Achtung. Weiter. Nicht in die Bettis! Dafür sind wir da, wenn es hier zu viel wird. Hilfe! Ihr habt mir nicht gesagt, dass Winterheulen auf kurze Distanz mir selber Schaden macht. Macht's nicht, aber die standen Zombies direkt vor deiner Schnauze. Ja, aber den ersten Zombie, der ein bisschen weiter weg ist, hat mir Schaden gemacht. Obwohl er eingefroren war. Der wird ja erst langsamer und bei mehreren Schüssen wird er eingefroren. Oh, scheiße. Musst du jetzt aus Muni-Knappheit jetzt wieder die Shotgun kaufen? Ich muss jetzt erstmal einen übrig lassen, bitte, um mir die Perks wieder zu kaufen. Ja, dann halte ich hier wieder einen am Fenster. Aber das wäre extrem gut. Die spawnen noch, da kommen ja, natürlich. Oh man, zeig ich wieder meinen Daumen. Sag, wenn sie durchbrechen. So. Ich stell mich mal ein bisschen hinter Andi und Olli, wir weil. Wir hier wirklich in einer so hinstellen, wie wir jetzt gerade stehen. Einfach die ganze Zeit so stehen. Keine Money mehr. Ja, das ist bei mir extrem scheiße. Bei mir kommen 5 oder so. Und ich hab nur noch die Shotgun. Ach, egal, das schaffe ich schon. Cola, BÄM und Double-Tap. Andi, dankeschön. Wollt ihr hier nur mal letzter. Kurz? Letzter! Lauf mein Zeug wieder. Ja, das ist... Ich lauf mit ihm. Dankeschön, warte. Nein, Ober. Er geht zu Andi. Er steht auf Andi. Andi will aber nicht. Okay. Ich geh mal ganz kurz. Wo, ich hätte ihn fast in den Bettis laufen lassen. Double-Tap. Auch jetzt auch eindeutig auch eine Box. Lauf mit ihm im Tresen. Ey, ich hätte ihm um ein Heil in die Bettis laufen lassen. Aua, Arschloch. Komm schon. Ich dann die Birne weg, Alter. Wow, Zombie, so fängt ein Mobbing an. Ja. Also bei meinen allerersten Zombie-Mod-Let's-Plays war mein Ziel immer 15 oder höher. Auch so Maps wie Kino oder so. Jetzt ist es eigentlich meistens 20 oder höher. Box Olli, ist weg. Übernimmst du? Ja, übernimmst du, Olli? Ja, will mich nicht, okay, ist da. Box hat sich geht. Selbstständig gemacht. Böse Box. Maximilian, bevor du hier einfach vorbeirennst, sag bitte nächstes Mal Bescheid, wenn ich das hier mitkomme, um den Bett läuft.
bin gerade vorbeigelaufen. Ja. Oh, Moment. Für solche Sachen mag ich und hasse ich dich gleich.